ich zeige euch jetzt den zweiten Teil der eingereichten Münzen bei BGGS. Es folgen 20 Stück. Ich fange an mit den 3 Mark Baden von 1915. Seltenster Jahr. Schöne Patina. Das Stück wurde gegradet mit MS64. Als nächstes kommt Ludwig von Bayern, das 2-mal-Stück. Da sieht man auf dem Foto schon, das ist sehr, absolut frisch, feiner Glanz. Von 1876, Ludwig II, Jäger 41. Und das Stück ist gegradet mit MS65. Als nächstes kommt der Otto von Bayern von 1896. 1896 ist auch ein besserer Jahrgang. Und das Stück ist gegradet mit MS63. Wir bleiben in Bayern, kommen zum 5-mal Stück. Luitpold zum 90. Geburtstag. Kräftige Patina. Von 1911. Tolles Stück. Oder auch dementsprechend bewertet. Mit MS 65. Wir bleiben bei Bayern. Kommen wieder zu einem 2-mal-Stück. Ludwig III. Von 1914. Der letzte König von Bayern. Auch eine intensive Patina. Und das Stück ist ebenfalls gegradet mit MS65. Kommt zum 5-mal Stück von selber Typ, aber halt der 5er. Hübsche Patina. Feiner Prägeglanz, wie hier zur Geltung kommt. Und das Stück ist gegradet mit MS66. Kommen zum 3-Mark Hamburg. An sich eine sehr häufige Münze. Wie man hier auf dem Foto schon sieht oder Film, feiner Stempelglanz. Das Stück ist von 1909. Mit bloßem Auge so gut wie keine Fehler erkennbar. Und das Stück ist gegradet mit MS 67, das ist ein sehr gutes Ergebnis. MS67, ja, ist so ein Stück einige hundert Euro wert, wo ansonsten so ein 3-Mark-Stück in guter Erhaltung durchaus vielleicht für 70, 80 Euro schon angeboten wird. Aber MS67 ist halt sehr selten. Kommt zu Hessen, 5 Mark, 1904. Hat ein paar ganz leichte Verletzungen und sich trotzdem ein gutes Stück. Rückseite ist hervorragend.
Ja, die Gedenkmünze ist dann gegradet worden mit MS 64, Lego 75. Bleiben in Hessen, kommen zum 3-Mark-Stück. Auch ein gutes Stück, mit feinem Glanz, wenig Fehlern. Rückseite ist hervorragend. Stück von 1910. Der Jäger 76 ist gegradet mit MS64. Kommt nach Lübeck zum 3-Mark-Stück. Von 1913. Man sieht ja schon auf den Bildern, dass das Stück nahezu gar keine Verletzung hat. Fein Breaket Lens, leichte Patina, was natürlich sehr positiv beim Graden mit berücksichtigt wird. Das Stück ist gegradet mit MS 66, der Jäger 82. Kommen wir jetzt nach Schwerin zum 2-Mark-Stück, Gedenkmünze von 1904 zur Hochzeit. Jäger 86. Ist ein gutes Stück. Wenig Kontakte, man sieht ja noch den feinen Breguet-Lenz. Leichte Patina. Ein gutes Stück. Das Stück ist gegradet, leider nur mit 64. Hat doch nicht gereicht, obwohl für mich ein tolles Stück. Aber tja, das ist halt leider so. Jetzt kommt ein 3-Mark Schwerin. 100 Jahre Großherzogtum. Feinen Glanz, leichte Patina, tolles Stück. Das Stück ist zwar häufig und gut zu finden, aber sehr gut, wie es auch hier ist, schwierig. Meistens sind auch einige Verletzungen auf der Vorderseite, was bei dem Stück nicht der Fall ist. Dementsprechend ist das Stück dann auch mit MS 65 bewertet worden, der Jäger 88. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Rarität. An sich ist der Typ sehr, sehr häufig. Aber in absoluter Top-Erhaltung ist das Stück dann doch schon eher wieder eine Rarität, weil die meisten 2-Mark-Stücken zum Bezahlen genutzt wurden. Und das Stück hier sieht man, war nie im Umlauf. Man sieht jedes Detail von Wilhelm I. Den herrlichen Breguet-Lenz, der kommt hier ganz gut zur Geltung. Ich mache mal die Rückseite. Kleine Wappen, man sieht halt die Gitternetzlinien, der Reichsapfel, extrem gut ausgeprägt. Und sowas ist sehr schwer zu finden in so einer Erhaltung. Das Stück ist dementsprechend gut bewertet mit MS65. Jetzt kommen wir zu einem etwas häufigeren Typ. 2 Mark. Preußen, 99 starke Kaiser Friedrich III. von 1888. Wie auf den Bildern zu sehen, ist auch ein super Stück. Kommt aber häufiger in richtig guter Haltung zum Vorschein, weil es ja die einzige 2-Mark-Münze von Friedrich III. Ist, weil er ja nur 99 Tage im Amt war und dann gestorben ist. Und die Rückseite zeige ich euch auch noch. Ist hervorragend. Auf der Vorderseite waren halt minimale Kontakte. Das wurde halt in der Bewertung mit berücksichtigt. Dementsprechend kleiner Abzug. Das Stück ist gegradet mit MS 65. Ist immer noch sehr gut.
Aber von dem Stück gibt es durchaus auch ein paar, die noch höher bewertet sind. Bleiben bei Preußen will die 2. Auch ein recht gutes Stück. Also kein sehr gutes Stück, aber immer noch richtig gut. Und ein seltener Jahrgang von 1893. Und man sieht auf dem Bild noch den Glanz, auch die leichte Tönung. Es ist ein. Also, ja, wenn man vergleicht, die 65 ist halt extrem gut. Das Stück ist halt etwas schlechter, wobei das halt Jammern auf hohem Niveau ist. Und das Stück ist gegradet worden mit MS 62. Aber immer noch ein sehr gutes Stück. Wir bleiben bei Willi 2, anderer Jahrgang. Und hier sieht man, die Details sind halt noch etwas feiner ausgeprägt. Nahezu keine Verletzung. Eine herrliche Patina, feiner Glanz. Und die Rückseite zeige ich euch auch noch. Stück ist von 1900. Das ist natürlich noch ein bisschen schöner als der 93er. Aber auch ein etwas häufigerer Jahrgang. Wobei halt in super Haltung sind die Stücke trotzdem selten. Und das Stück ist gegradet worden mit MS 65. Bleiben wir in Preußen. Ein 3-Mark-Stück, an sich was total gewöhnliches, was man häufig für, ja, sehr schön für 10 bis 15 Euro bekommen kann. Und in guter Haltung 35 bis 80, sage ich jetzt mal. Aber hier ein exzellentes Stück. Sehr tollen Patina-Färbung, feiner Glanz. Das Stück ist von 1909 und der Haltung hervorragend. Und es wurde auch dementsprechend bewertet mit MS66. Und mit dieser Bewertung ist das Stück ein paar hundert Euro wert, weil Wilhelm II in hervorragendster Haltung beim 3-Mark-Stück auch nicht häufig vorkommt und dementsprechend vom Liebhaber für gute Erhaltung dementsprechend honoriert wird und auch bezahlt. Kommen wir zur letzten Münze aus Preußen. Ein 5-Mark-Stück, 200 Jahre Königreich Preußen. Auch ein super Stück. Das Stück hat so gut wie gar keine Patina, kommt auch vor. Ganz kleine Kontakte. Das Stück ist auch toll bewertet worden, was ja auch die Bilder widerspiegeln. Das Stück ist graded mit MS65, der Jäger 106. So, jetzt kommen wir noch zu Sachsen. Albert auf den Tod. Auch ein schönes Stück. Von 1902. Leichte Patina. Feiner Glanz, minimale Sachen, Kontakte, die Rückseite nochmal. Ja, und das Stück ist gegradet worden mit MS64. Und so guter Schluss, kommen wir zum letzten Stück, was ich euch heute noch zeigen würde aus der letzten Einlieferung. Das ist der 5-Mark Georg von Sachsen. Der sieht hervorragend von der Patina aus. Hat auch, wie man hier noch auf den Bildern sieht, tollen Glanz. Und auf der Rückseite, die zeige ich euch auch noch, von 1904. Eine herrlich gewachsene Patina, verschiedene Farben, hübsches Stück, wird natürlich bei der Bewertung auch mit berücksichtigt. Das Stück ist sehr gut und wurde gegradet mit MS66. So, das waren jetzt die 20 Münzen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.